Hallihallo, du lieber Steinbock, herzlich willkommen hier bei mir und bei diesem wunderbaren Juni-Reading. Ich freue mich sehr und man sieht, der Juni wird bei dir bewegt, schön. Es gibt so ein paar Entscheidungen für dich zu treffen und es geht vor allem ganz, ganz viel darum zu sein und dich tatsächlich zu trauen, einfach dich selbst hier jetzt zu erleben. Und wie, was, wann, schauen wir uns jetzt hier aber genauer an, weil es einfach wirklich ja auch so eine Sehnsucht will, beendet werden. So, Dalla, was ist die Hauptenergie hier gesehen mit dem Blatt der Rat der Hohepriesterin? Und da haben wir, oho, deine Stimme ist die Stimme quasi des Universums. Deine Stimme wird vom Universum gehört. Wir haben hier die Mondenergie, die tiefe Sehnsucht, den Seelenruf. Wir haben hier die Verankerung mit deiner Uressenz. Wir haben hier drinnen das Leader-Dasein, ja, die Führungskraft eben durch den Wolf, die Spiritualität, ja, dieses wirklich mit dir, mit deinen Wünschen verankert sein, auch gerade hier mit der 15, ja, wo es darum geht, sich auch aus alten Verstrebungen, Verstrickungen, wenn wir Tarot anschauen, die 15 ist, wie heißt der Teufel? Und sich da aus diesen Verstrickungen, aus diesen Versuchungen, vielleicht auch der Lethargie, der Traurigkeit, was weiß ich was, ja, dieser Fremdbestimmung im Leben oder für andere immer wieder verantwortlich zu sein, das hier einfach mal ja für sich zu sehen und aufzulösen durch deine pure Essenz, durch deinen Seelenruf, indem du dich wieder annimmst und diesen Zyklus quasi beendest. Und das ist sehr schön, weil hier nämlich diese Suche, und das ist auf der Schattenseite, ich habe jetzt nur sicherheitshalber nochmal nachgeschaut, ja, die Suche auf der Schattenseite, ja, hier von meinen Karten, dass da steht man in vor einem Raum mit lauter Möglichkeiten, in dem Fall Tokio oder sonst was, ja, wo ganz viel möglich ist, wo ganz viel aufleuchtet und das kann einen im ersten Moment überfordern und man weiß gar nicht, wo die Suche beginnen soll für sich. Ja? Und hier geht es gar nicht darum zu suchen, sondern einfach einmal sein zu lassen, ja? Die Erde mal wirken zu lassen und einfach mal zu schauen, trotz dieser ganzen Außeneindrücke, was will ich, also wirklich auf die elementarste, kleinste Frage zurückzugehen, gar nicht sich so viel da beeindrucken zu lassen von all den Geschehen, sondern einfach einmal sich zu trauen, quasi den Weg zu suchen. Ich mache das total gern, dass ich zum Beispiel mit meiner kleinen Schwester, mit den Hunden, dass wir irgendwo hinfahren. Wir fahren einfach irgendwo hin. Wir setzen uns ins Auto und folgen einfach einmal nur unserem Gespür. Ne? Meine Schwester oder ich führt dann mit dem Auto quasi und dann fahren wir einfach irgendwo hin oder wir telefonieren währenddessen und überlegen uns dann halt, wo wir abbiegen. Der eine sagt mal dort, der andere sagt da und jedes Mal finden wir geile Sachen, einfach weil wir mit dem Weg gehen, den Mut haben, einfach mal zu nicht zu wissen, wohin es geht. Und damit endet auch die Suche, weil man ja gar nicht sucht, sondern sich einfach bewegt. Und ich glaube, das ist dieses Sinnbild, um was es da geht. Ja, beweg dich einfach mit deinen Wünschen mit deinen Träumen mit. Ja, und hab vielleicht nicht im Fokus das, was du suchst. Ja, dann kommt nämlich die Erlösung mit. Ja, dann kommt der Erfolg mit. Dann kommt nämlich diese wunderschöne Sonnenbefreiung, das überstrahlt einfach alles. Ja, ich liebe das und vielleicht du ja auch, ja, wenn die Sonne rauskommt und du stehst da unten, schließt einfach mal kurz deine Augen, also da unten, bei mir da unten, im Freien wollte ich damit sagen, stehst draußen und spürst, wie diese Wärme dich berührt und überall durch deinen ganzen Körper durchgleitet und dich ganz warm, wohlig warm erfüllt. Und darum geht es, dieses Gefühl für dich wirklich zu durchleben und nicht festzuhalten, sondern es immer wieder zu erleben und zu beleben, dass dieses Gefühl einfach verankert sein darf in dir. Wunderschön. Ja, eine absolute Erfolgsenergie, nämlich diese Suche endet, indem du dich mit dir einfach bewegst dorthin. Dann findest du sowieso, was du brauchst und wo du sein sollst. Und das ist dieser Ruf deiner Seele dorthin, ja, wieder in diese Bewegung für dich einzutauchen. Wunderschön. Was kommt hinzu? Ja, du bist beschützt, du bist getragen, du bist behütet, ja, du bist geliebt im Universum. Du darfst alles wagen, du darfst in Verbindung gehen mit deinem Abenteuerleben, um deine Weisheit wieder zu etablieren, um deine Spiritualität. Jetzt bin ich noch so von den Jungfrauen in diesem Etablieren drinnen, ja, um deine Weisheit zu spüren, die Verbindung zwischen Herz und Verstand zu wagen und ja, deine Früchte zu tragen im Leben, so wie du sie halt eben haben willst. Und da ist aber auch gemeint, dass du beschützt bist zum Teil vor einer negativen Ahneneinwirkung, ja, dass du
Ja, wir haben ja die Ahnen, die uns begleiten, die uns Kraft geben, die uns Kraft schenken. Wir haben aber natürlich auch in unserer Ahnenlinie, haben wir natürlich auch, ob lebend oder schon tot, ja, haben wir natürlich auch Menschen drinnen, die oder Flüsse drinnen, die jetzt nicht positiv auf uns einwirken. Und da bist du aber beschützt davor. Ja? Da ist der Umbruch drinnen, indem du den Fokus umdrehst, indem du jetzt dich besinnst auf das Glück, auf die Freude, auf das, was du wirklich haben willst und vor allem auf das, was gut gehen kann. 50-50 mit den Würfeln. Du würfelst neu und schaust dir an, was dadurch geschehen kann. Und vielleicht waren Teile deiner Ahnenlinie eher auf das: Was geht alles schief? Ja, was ist alles negativ? Was könnte alles, ne? Und haben sich dadurch zurückgehalten. Und vielleicht fließt das mit: Davor bist du beschützt, getragen und gehütet und darf sich jetzt aufmachen, darfst hier wirklich jetzt mal schauen, okay, was kann aber dabei rauskommen? Was sind die Möglichkeiten, die sich durch diese Neuwürfelung ergeben? Ja, was kann da alles Neues entstehen oder was kann da überhaupt entstehen? Was ist in mir überhaupt schon drinnen? Und wenn ich das zeige nach draußen, ja. Ganz viele meiner Kundinnen und Teilnehmerinnen hatten ja das Thema, dass sie sich oftmals ja nicht getraut haben, nach draußen zu gehen mit ganz vielen Dingen, weil sie ja von den Reaktionen Angst gehabt haben. Tatsächlich war bei niemandem die Reaktion schlecht. Ja? Also ganz im Gegenteil, sie waren total überrascht und das sind jetzt mittlerweile sehr, 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 sehr viele Frauen, ich habe aufgehört zu zählen, die schon den Weg mit mir gegangen sind, ja? Die gesagt haben: Org, hätte ich nie gedacht, da passiert ein Wunder nach dem nächsten, da kommt was, da kommt was. Dort passiert was in dem Moment, wo wir für uns gehen. Und genau das ist es, ja. Diesen Mut zu haben, das Schöne im Leben zu sehen, trotz alledem, was hier alles passiert, ja. Uns trotzdem auf das zu besinnen, was für uns wichtig ist, was uns erfüllt und was uns Kraft gibt im Leben. Wunder, wunderschön. Ja, und das ist es natürlich auch, was deine Leidenschaft jetzt erleben will, weil das da sprudelst, du siehst schon, die hinzuführende Kraft ist hier, dass du in deine Stabilität eintauchst, dass du deinen Schlüssel annimmst, dass du dein Herz befreist, ja, dass du deine Schaffenskraft wieder annimmst, dass du dein Herz wieder öffnest, dass du dich wieder traust, ja, die Schöpferin, der Schöpfer zu sein und deine Magie starten zu lassen, wie das Füchsle hier, was dich daran erinnert, du bist du, lass dich. Mach dich auf, nicht lass dich zu, aber ne, wir sagen das ja so komisch, ja, sondern mach diesen Radius auf. Du bist großartig, du bist groß, du bist geführt und geschützt, ja. Eine Zurückhaltung ist hier jetzt nicht richtig auf deinem Lebensweg, sondern du darfst hier das jetzt beleben, indem du mit deiner Weisheit gehst und deine Weisheit in die Umsetzung bringst und dich nicht hier zurückhältst aufgrund von etwas, ja, sondern dass du genau jetzt einfach gehst, ja, jetzt einfach gehst und diese Magie aus deinem Inneren heraus sprudeln lässt. Ja, es wird nichts Schlimmes geschehen, ganz im Gegenteil. Ja, wunder, wunderschön. Und was geht nämlich heraus? Und da haben wir schon drinnen. Wir haben die Magic Cookies, wir haben Build a Fairy House. Ja, und das, was ich aber hier bekommen habe, war: Du warst hier immer wieder wie vor so einer Wand, ja, wo es kein Durchgehen noch gegeben hat. Und das war dir klar aufgrund von Verpflichtungen, vielleicht, die du eingegangen hast, aufgrund von dessen, dass du immer mal wieder geschaut hast, wie geht's anderen gut, was brauchen andere, ja, immer geschaut hast, dass da auch vielleicht eine Harmonie besteht, ja, oder dass es anderen gut geht. Aber was ist mit dir? Und genau diesen Umbruch schaffst du jetzt, indem du dich an die erste Stelle stellst, dir das klar wird und du mit aller Klarheit jetzt einfach die Augen zu machst quasi, also du öffnest dich innerlich und machst auf, ja, währenddessen du menschlich mit deinem Verstand ein bisschen zur Ruhe kommen lässt, die Augen schließt, so gesehen dich hingibst und einfach nach vorne gehst. Wunder, wunderschön, weil dann ist auch dieser Aufbruch und dieses für andere immer da sein, aber nicht für dich, ja, beendet. Wunder, wunderschön. So, was ist jetzt hier in deinem Unterbewusstsein los? Was drängt nach oben? Was ist vielleicht manchmal noch so ein bisschen eine Herausforderung oder etwas, was du nicht sehen kannst noch? Ja, und da geht es um dein Körpergefühl, da geht es um deinen Körper, da geht es um dein menschliches Dasein, da geht es um dein angekommenes Ich hier auf dieser Erde und dass du hier loslassen darfst. Lass alles los, was nicht mehr für dich stimmig ist. Du darfst dich trauen, hier den Ruf deiner Seele wieder zu folgen, wieder mit dem Mond mitzugehen, wieder mit deinen tiefen Wünschen, mit deinen tiefen Gefühlen, mit deiner tiefen Magie, dass du wieder schöpfst, dass du wieder da bist, dass du wieder schöpfe aus dem Vollen, lieber Steinbock. Trau dich, sag ja zu dir. Das Glück ist immer mit dir da. Du darfst dich befreien aus einer Unruhe heraus, indem du hier wirklich dich jetzt einmal
ernst nimmst und dem folgst, was du wirklich erleben willst. Und dazu gehört das, weil auch hier die meisten meiner Teilnehmerinnen hatten das Thema, wie sie zu mir gekommen sind, dass sie in Wirklichkeit gar nicht, also sie haben so eine diffuse Ahnung gehabt, ja, aber in Wirklichkeit haben sie nicht gewusst, ja, was wollen sie wirklich erleben. Und das ist natürlich auch etwas, was den Geldfluss stoppt, ja, das ist etwas, was die Freude stoppt, das ist etwas, was die Dankbarkeit stoppt, das ist etwas, was das Voranschreiten stoppt, alles Mögliche. Wenn man zwar diffus irgendeine Ahnung hat, aber so wirklich sich gar noch nicht ernsthaft mit ganz viel Freude damit beschäftigt hat, was will ich wirklich spüren? Nicht einmal ganz konkret jetzt schon Ziele, sondern einfach dieses, wie will ich mich fühlen, wenn ich aufwache? Wie will ich mich fühlen an meinem Tag? Wie will ich mich fühlen die ganze Woche lang? Ja? Und das ist etwas, da geht jetzt deine Seele hin, weil wir sehen hier auf der bewussten Seite, ja, dass hier ganz viele Wünsche da sind, die jetzt gefühlt und manifestiert werden wollen, ja, weil dein Herz ist offen, dein Herz explodiert hier geradezu vor lauter Licht und was es fühlen will, was es erleben will. Das ist die Lichtseite hier. Da ist ganz viel Kraft und ganz viel Power. Und ich habe so das Gefühl mit der Sehnsucht, ja, hast du ja viel auch auf andere Personen gelegt, kommt mir da, ja. Vielleicht ist das auch schon eine Zeit lang her, ja, aber das ist etwas, was mitgeschwungen hat, ja, und warst hier eher in der Sehnsucht nach Verbindungen, die dich wie, na, wenn man dann tiefer schaut, wie getragen haben, ja, aber wo du dich vielleicht selbst noch nicht so getragen hast, wie du es brauchst für dich, ja, und das ist dann dieses Learning, wo stehe ich, wo will ich hin, ja, mit wem will ich sein, wo fühle ich mich vielleicht noch allein? Wo habe ich vielleicht noch einen Mangel drinnen mit meinem Willen, mit meinem Partner, mit meinen Partnerschaften? Ob das jetzt weiblich oder männlich ist, spielt hier keine Rolle, weil wir haben noch hier so ein bisschen die Einsamkeit drin und dass du jetzt aber in deine Kreation, in dein Liedersein eintauchen darfst, ja, gerade durch diesen Weg dorthin, ja, weil dort, wo wir uns einsam fühlen, dort, wo wir uns leer fühlen, dort, wo wir uns schmerzhaft fühlen, dort, wo wir uns traurig fühlen, dort, wo so unsere Stolpersteinchen drinnen sind, ja, dort ist auch der Weg quasi ins Weitere hin, ja, wo die Ängste sind. Ich sage immer, durch die Angst, ja, oder hinter der Angst liegt die Freude, ja, hinter den Stolpersteinchen, die Stolpersteinchen sind nur ein Weg, wohin heißt nicht, dass wir sie ständig brauchen, sondern heißt nur dort, wo sie noch sind, dass wir sie benutzen für uns, ja, dass wir da den Schlüssel, wir hatten ja den Schlüssel da, hatten wir bei dir auch drin, dass wir das als Schlüssel verwenden und hier so eine Sehnsucht nach einem Zehren vielleicht auch, ja, das ist uns jetzt nicht bewusst, das ist jetzt das, was so durchkommt, ja, auch wenn es auf der bewussten Seite liegt, für den einen oder anderen ist es aber vielleicht auch schon bewusst, ja, aber so groß, wie ich das jetzt gesagt habe, ist es uns meistens nicht bewusst, weil wir uns natürlich so diese Schatten in solchen Geschichten oftmals auch gar nicht so genau anschauen bei uns selber, ja? Und dann haben wir so eine Sehnsucht nach einem, ja, nach einem Spiegel in so uns drinnen, ohne es zu wissen quasi und aus lauter Liebe vom Universum uns gegenüber quasi wird es uns dann natürlich auch gespiegelt, ja, und diese Zeit will aber jetzt abgelaufen sein, weil dein Herz will jetzt hier befreit sein, deine Wünsche wollen jetzt hier wirklich fruchtbaren Boden erlangen, weil die sind ja schon auf dem Weg, ja, looking forward to new challenges, ja, schau nach vorne und den neuen Herausforderungen im Leben entgegen und nicht dem, was hinten irgendwie alles falsch gelaufen will, ist, weil jetzt geht's neu. Wunder, wunderschön, ja, weil dein Seelenplan will hier gelebt werden, ganz, ganz klar. Und da hast du jetzt als nächsten Schritt quasi, du hast den Schlüssel zu deiner Schatztruhe, du hast den Schlüssel zu deiner Selbstmeisterschaft, du hast den Schlüssel für dich in deinem Inneren drin, für deine Offenbarung, für deine offengelegte Schatztruhe, die sich jetzt verwirklichen will, wo du einfach aus dem Vollen schöpfst für dich quasi und da jetzt hineinspringen, hineintauchen darfst in deinen Heimatshafen, in dich quasi, um dich hier jetzt im Wachstum auf dieser Erde wunderschön oben mit dieser wunderbaren Baumkrone im Herzen verankert, runter in die Breite auf Mutter Erde, um hier jetzt diesen Hausputz zu erlangen, dass du wirklich frei und kraftvoll bist und nicht mehr die Angst hast vor Konflikten und was weiß ich was es halt hier auf dieser Erde gibt, sondern dass du einfach sagst, ja, okay, ich bin, ja, und ich darf sein, ich lasse mich jetzt völlig auf mich ein. Und genau das ist es. Du darfst wieder wild und unbeschwert sein, sagt der Rat der Hohepriesterin. Dir Gnade schenken für deine Zurückhaltung, die du bisher gehabt hast. Ja, du Gnade erfahren auf deinem Weg, dass du es jetzt umdrehst und für dich da bist, mit dem Wolf, mit dem spirituellen Führer, den du ja hier schon einleitend gehabt hast, mit dem Erfolg, der jetzt hier
an deiner Seite steht, wunderschön, ja, also du bist geführt, du bist getragen, du bist geschützt und alle Belastungen fallen mit dieser klaren Ausrichtung. Das ist ja auch das, was ich in meinen Kursen immer mache, in meinen Ausbildungen immer mache, weil wir arbeiten zu viel am Versenkten, am Verdorbenen quasi, ja, anstatt einen neuen Acker zu schaffen. Ja, wir können uns das ganz, ganz gut vorstellen, wie wenn der verbrannte Boden ist. Gut, da können wieder Früchte daraus entstehen, das stimmt schon, ja, aber grundsätzlich, ja, geht es darum, auch mal Neues zu schaffen, ja, und einfach durch dieses Neue, das wir dann umwirbeln quasi, bringen wir eine neue Saat hinein, ja, und darum geht es, weil sonst arbeiten wir nur an dem Verbrannten quasi oder nur an dem Verdorbenen und das bringt uns gar nichts, sondern das geben wir quasi raus, indem wir Neues schaffen und den Fokus also auf das Neue umlenken, das spüre ich schon, da geht schon einiges auf, ja, das ist einfach genau das, was es braucht, gerade auch in der heutigen Zeit, dieses, lass den Anker der Neuheit in dich hinein, ja, mit all dem, was du sowieso bist, es gibt ja kein Morgen und es gibt kein Gestern, sondern es gibt nur jetzt, ja, alles andere wird erschaffen oder ist bereits da in irgendeinen anderen Maßstäben, ne, weil alles ist ja nicht linear und da einfach in dieses einzutauchen, ich bin und ich darf sein, ich lasse mich voll auf mich ein und damit beendet sich so manch alter Beschwerde, Qual, was auch immer, Belastung, die da war, indem das jetzt einfach, ja, indem du dem dir neue Luft zum Atmen gibst und weißt, in Wirklichkeit bist du frei. Es gibt einfach hier auf der Erde ein paar Verstrickungen, die durch ein starkes Bewusstsein, durch eine starke Erdung, stellenweise durch dieses Bewusstsein einfach auch ihren Ausgang finden aus deinem System, einfach so, ohne dass du ständig suchen musst, ohne dass du ständig, na, das ist auch hier ein bisschen mit drinnen, was tun musst dafür, ja, sondern einfach indem du weißt und spürst, lernst, dich mehr wahrzunehmen, wo du wirklich hin möchtest für dich, lieber Steinbock. Ich freue mich sehr. Am 28. Juni ist es wieder soweit. Da tauchen wir ein bisschen ein in Pure Soul Pioneer quasi, wie man mit dem Buch umgehen kann, auch beziehungsweise ja Human Design, Astrologie, psychologische Numerologie, den Schwingungsfeldern allgemein, wie man so ein bisschen durchtauchen kann. Und im Juli wird es dann mit den kosmischen Gesetzen wieder soweit sein, ja, dass wir hier ja wieder mehr in das Erkennen hineinkommen, uns spüren hineinkommen. Und wenn du möchtest, darfst du natürlich, bist du natürlich jederzeit herzlich eingeladen, auch in meine Kurse, in meine Ausbildungen, in meine Pure Mentorings quasi einzutauchen und da wirklich ja, Nägel mit Köpfen zu machen und einfach alles für dich umzustellen und zu kreieren. Du lieber Steinbock, ich freue mich sehr. Danke, dass du da bist und unterstütze auch gerne meinen Kanal, indem du mein Video teilst, likest, kommentierst, meinen Kanal abonnierst. Ja, und ich wünsche dir jetzt eine tolle, bereichernde, wundervolle Zeit für dich. Heute sprudelt es, deswegen habe ich jetzt einmal ein paar Handlungsaufforderungen gemacht. Ich freue mich sehr, wenn wir uns näher kennenlernen, wenn wir einfach mehr wieder miteinander sind und eintauchen, weil wir sind einfach nicht alleine hier. Wir sind hier gekommen in einer Vielfalt von Möglichkeiten, die miteinander vernetzt alles schaffen kann. Deswegen lass uns nicht mehr als Einzelkämpfer hier auf dieser Erde sein, sondern miteinander verbunden, ja, einfach mehr für unser Leben. Bis dann. Baba.